Joe Biden hat jetzt im US-Bundesstaat Pennsylvania seinen milliardenschweren Plan im Kampf gegen Waffenkriminalität vorgestellt. Seinen Vorgänger Donald Trump hat er nicht namentlich erwähnt. Die Drohungen von Trump-Fans gegenüber dem FBI nach der Hausdurchsuchung von Trump aber verurteilt und als sickening, als ekelhaft bezeichnet. Und wie Biden gegen die Welle der Waffengewalt in einigen US-Städten vorgehen will, Nancy Lanzendorfer. Lautstark führt sie Antonio Mingo durch die Straßen außerhalb Washingtons Innenstadt. Eine zusammengewürfelte Gruppe, die gemeinsam gegen Waffengewalt demonstriert. In einigen Städten der USA haben Waffendelikte erneut zugenommen. In der amerikanischen Hauptstadt gab es im ersten Halbjahr 221 mehr gewalttätige Waffendelikte als noch ein Jahr zuvor. Antonio sagt uns, er weiß, dass Waffengewalt nicht über Nacht verschwinden wird, aber er will seinen Teil tun, demonstrieren, wachrütteln. Er zeigt uns seine Narben, erzählt uns, er wurde im Jahr 2020 angeschossen und meint, ja, es muss strengere Waffengesetze geben. Ich persönlich finde, Waffen sollte es überhaupt nicht mehr auf unseren Straßen geben, Punkt. Wofür denn auch? Mit dieser Meinung steht er nicht allein. Einer aktuellen Umfrage zufolge finden 71% befragter Amerikaner, dass Waffengesetze strenger sein sollten. Und US-Präsident Joe Biden sagt jetzt, ich bin fest entschlossen, Sturmwaffen in diesem Land zu verbieten. In Uvalde nach einer Schulschießerei mussten manche Eltern DNA-Proben abgeben, sagt er. Denn eine sogenannte AR-15 hat die Körper ihrer Kinder so entstellt, man konnte sie nicht identifizieren. Hier in Pennsylvania stellt Biden seinen 37 Milliarden Dollar schweren Plan zur Bekämpfung von Waffenkriminalität vor, will zum Beispiel 100.000 weitere Polizisten ausbilden und einstellen. Waffengesetze, Gewaltverbrechen, nicht nur wichtige Themen für Antonio, sondern einige der Top-Themen für die amerikanischen Wähler bei den entscheidenden Zwischenwahlen in nur 10 Wochen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.